Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Langsam und sicher arbeiten wir uns jetzt heran an die Nacht. Feld Nr. 48 wird das vorbeigefahren. Das macht nichts. Warum fangen wir hier an? Ne? Dann haben wir 48 auch schon mal in Vorbereitung. Ja, aussteigen. Immer mal andere aktivieren mit Ausschalten und Einspringen und so starten. Ja. Das heißt hier Traktor aus. Gut. Zurück. So, sind noch stehende Maschinen bereit? Schauen wir mal ganz kurz an. 60 ist fertig, die 49 wird fertig, die 12 auch, auch noch ein bisschen. Dann schauen wir mal, was für Fahrzeug wir rüberkriegen. Düngen werden wir noch nicht müssen, aber bald. Also im nächsten Fahrzeug rüberholen zum Hof. Später werden wir die Drescher holen und die anderen Fahrzeuge. Hoffen wir, dass wir nicht kalken müssen. Wenn wir kalken müssen, dann haben wir ein... Na, Problem haben wir dann nicht, aber dann mal kalken, ne? Bisher habe ich dort nicht gesehen. Als Hinweis, es kommt garantiert noch. Bisher haben wir Glück gehabt hier mit den Fahrzeugen, dass keiner im Haufen gefahren ist. Klopfer Volz. Ja, Baumwolle wird hier nicht wachsen. Wird ziehen. Da bin ich ja gespannt, weil jetzt ja auch die KI-Bauern im Prinzip die Felder bestellen. Ein bisschen anders wie der vorigen Mission. Vorige Mission war ja im Prinzip alle Felder auf ja, die lagen brach gegruppert. Und wenn man die dann kaufen wollte, muss man alles erstmal fertig machen. Jetzt ist es anders. Jetzt ist es so, dass die Felder bestellt werden. Und wie beim Kaufen halt was Fertiges bekommen. Das heißt, hier werden die Felder auch mal ein paar Missionen machen. Aber mal schauen, das ist immer alles so nach und nach. Missionen machen aber erst, wenn wir entsprechend unsere Arbeit geschafft haben. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn wir jetzt 3, 4 Felder Missionen machen und dann nachher unsere eigene Arbeit nicht schaffen. Durchdrehende Reifen, ich drehe auch gleich durch. So, wenn der alles so kurz. Muss ja ein Flug sein. Oder die Seemaschine. Auf Feld 12. Oder er ist fertig. Das könnte auch sein. Also extrem wird er noch nicht gehabt hier. Dafür ein nasses Jahr kriegen. Ja, auf 38 haben wir Mais aufbringen. Das ist eine Art Versicherung, wenn die anderen Ernten entsprechend ausfallen.
weil meistens Lieren geht immer, auch bei Regen. Die Nase. Ja, auch schönes Licht, ne? Das Licht von mir, aber weil ich wusste, dass hier dunkel ist. So, gut. Wer hat Probleme? Ja, das wären so Felder, ne? Dunkel ist schlecht. Ja, ist am Baum fest. Also wir müssen im Vorgewende mehr arbeiten, das wird auch nichts. Ja, gut. Licht anmachen hilft auch. Jetzt, wenn hier alles täuscht. Irgendwo war dann stehen geblieben. Ah, hier. Gut, ein Vorgewende mehr wird das Problem dann eliminieren, sagen wir so. Aber zum Glück haben wir jetzt an den Früchten halten, die wir jetzt haben, also außer Mais oder Sandblumen, glaube ich, dann brauchen wir nie wieder pflügen, ne? Aber wie gesagt, dieses Geeiere hier, das ist nicht normal. Das kostet ja auch eine Zeit. So. Der nächsten Fahrzeug, bitteschön. Na, das noch nicht. Junge, ist das dunkel. So, das haben wir jetzt 6:45. Da muss ich überlegen. Noch sehen wir nicht aus, ne? Straße, nicht wieder in den Händler reinfahren. Draußen geht sie rein um mir. In die Zeit. Regen ist draußen auch nicht. Weil jemand kokelt oder was. So, einer ist fertig. Ja, wir wollten nachts so schneller fahren, also ist ja auch nichts, wir sehen ja auch nichts. Gehen wir auf 60. Müssen wir mal gucken. Langsamer werden. 60. Wenn wir die Nachtstelle wieder runden kriegen. Wir ziehen uns deutlich dunkler geworden. Aber das ist gut so, oder das ist reell. Scheibenwischer arbeiten stark. Aber zum Glück sehen wir an der Scheibe nichts an Regen. So. Hier ist schon wieder da. Oh, das ist dunkel hier. Das ist dunkel. Sehr, sehr dunkel, sagt man so, ne? Aber der Regen wird weniger. Ist auch nicht schlecht.
Tendenz Bewölkung. Das ist super. Das darf noch ein bisschen wärmer werden und dann kann entsprechend auch Wachstum beginnen. Also gut, Wachstum, naja, ein Feld vielleicht. Ah, ein bisschen mehr können wir machen, ne? So anstrengend jetzt hier. Öffentliche Straßen kaufen ist ein bisschen teuer. Sonst würde ich mir Straßen natürlich aufstellen. Aber das, wie gesagt, das teuerste im ganzen Landkauf hier. Ach, der rote, der gelbe Punkt ist der Verkaufspunkt und der Wartungspunkt von der Werkstatt. Der Spiegel ist auch nicht schlecht. Im Spiegel sieht man bald mehr wie nach vorne raus, wenn kein Licht wäre. So. Da sind wir. So, was sagt der andere? Wer ist fertig? Ach, der nicht. Der auch nicht. Der ist fertig. Aber der muss man nacharbeiten. Wohl. Nee, flügeln ist schon okay so. Oder? Ich kann mal ein bisschen mehr zu tun. Das Blöde ist dabei. Jetzt im Dunkeln sieht man fast nichts. Ja, aber mitten in der Nacht, da sieht man eh nichts. Nachts kostet ja auch noch mit mehr, ne, die Hilfe. Oh, je. Aber wir wollen ja im Prinzip die Aussaat erledigen und dass wir schnell Wachstum sehen. Naja, doch, ja. Entschuldigung, ganz schön Ecke, wenn wir nachfliegen müssen hier. Ja, der Winkel ist, na, jetzt kommt wieder Regen auf oder was? Ah, Vorhersage sagt trocken an. Ich meine, 100% muss es nicht sein, gepflügt sein, aber. Aber zumindest so 99%. Weil man so ganz vorsichtig am Rand. Scheiße mal nicht ein. Gehen zwei Rüben noch und dann geht es hoch zur nächsten Ecke. Wow. Wow, wow. So, Flug und Traktor hatten Schaden bekommen 5,6. Schnapszahl. So, Kreditzinsen, naja, ich sagte mal, übernommen habe ich da alles. Betriebskosten, Gebäude. Die Gebäude, die ich jetzt habe. Oder die Lampen. Ist ja auch nicht schneller, ne? Bergauf. Klappen mal hoch. Ist ein bisschen schneller. Schneefall! Ja, das wäre der Hammer. Jetzt gibt's auch Schneefall. Nein! Das hatten wir auch gehabt hier, wo wir angefangen haben. Am zweiten Tag mit Schnee. Und da war alles weiß nachher. Wir haben jetzt ein Feld fertig mit Saatgut.
Ich habe gesagt, wie macht das hier durch mit der Geschwindigkeit nachts, weil ich sehe ja auch nichts. Also den richtigen Flug werden wir hier länger gebraucht. Das gebe ich zu. Aber hätten wir auch entsprechend wahrscheinlich auf Flügen verzichtet erstmal. Aber Flügen steigert den Ertrag. Nächstes, was wir machen werden, das Feld Nummer 38 flügen. Und da überlege ich gerade, ob wir da mit drei Maschinen arbeiten werden. Weil drei Maschinen haben wir aktuell im Beschlag für den Flug. Und da werden wir ja blöd, wenn wir das nicht machen würden. Am Rand, wie gesagt, ist das ein bisschen tragisch. Kann sein, dass die Seemaschine das so wegnimmt. Zwar ist an dieser kleinen Ecke kein Ertrag von 100%, aber gut. Nicht so tragisch. Fällt dann nicht so ins Gewicht. Gut, dann ist er hier auch fertig. Geht's auf Feld Nummer 38. Zur Vorbereitung. Die anderen beiden arbeiten noch. Upp. Da ist noch eine kleine Ecke. Beide mal sehen. Wenn wir eh da sind, mal gucken, wo die Folgen zählen. So. Ah, das ist egal. Wie gesagt, so eine kleine Ecken, da machen wir nicht rumscheißen, ne? Sag mal so, ne? Hintergrund passt noch nicht wieder mal. Ah ja, ist typisch. Ich müsste mal bei mir Licht anmachen. Zur nächsten Folge halt. So, geht zu Feld Nummer 38. Zwecks Vorbereitung. Das heißt, hier mal abstellen. Ja. Jetzt setzt der Schneefall ein. Lustig. Schauen wir mal ganz kurz. Der ist auch fertig. Oh, wir haben Schneesturm. Ja. Gut, wenn man ganz kurz gucken, Übersichtskarte, das ist minimal, das. Verkaufspreise zurzeit, naja, Sonnenblumen, Soja, Keller, Viehhandel gibt noch schönes Geld für. Wolle, aus der Tier. Aktuell oder hier. BGH. 900. Gras. Ne. Ah, hier haben wir Obst. Was ist das hier? Gülle, wa? Lidl Obst und Pflaume. So. Ich müsste aber mal schauen, wo es überhaupt ist. Wenn wir mal entlassen, dann geht auch. So, liebe Freunde, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter.
Ja, mal Tschüss und Winke, Winke, ciao, ciao. Bis dann. Ciao.